20 Jahre Integration durch Sport. Das sind zwei Jahrzehnte, in denen die Sportvereine bewiesen haben, wie wichtig die Rolle des Sports für die Gesellschaft ist. Zu Gast in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Seit seinem Bestehen wird das Programm Integration durch Sport vom Innenministerium und Dr. Wolfgang Schäuble gefördert. Ja, Sport, das hat er in diesen 20 Jahren bewiesen. Das ist mit das wichtigste Feld, wo Integration tatsächlich stattfindet. Das haben wir bei den Aussiedlern vor 20 Jahren erlebt und das erleben wir in diesen 20 Jahren bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn sie im Alltag mit anderen zusammenkommen, gemeinsam Sport treiben, das ist mit das Beste und der Sport hat da große Verdienste erworben. Das Programm des Deutschen Olympischen Sportbundes schreibt schon seit Jahrzehnten eine Erfolgsstory, ein Anlass zum Feiern. Während der Jubiläumsveranstaltung in Berlin blicken viele Gäste und Vertreter der vielfältigen Projekte auf die geleistete Integrationsarbeit der letzten Jahre. Sport bietet Verständigung, Sport schafft Vertrauen. Das kann auch DOSB-Präsident Dr. Thomas Bach durch die Erfahrungen mit dem Programm nur unterstreichen. 20 Jahre sind 20 erfolgreiche Jahre. Wir haben in unseren mehr als 91.000 Vereinen praktisch jeden Tag Integrationsarbeit und erfolgreiche Integrationsarbeit. Für die Zukunft wird es jetzt darauf ankommen, die Arbeit des Sports bei der Integration zu vernetzen mit anderen Integrationsträgern, um damit auch Sprache zu fördern und berufliche Ausbildung zu fördern. Das ist die Aufgabe der nächsten 20 Jahre. Besonders in den Bereichen Kampfsport, aber auch beim Fußball, Schwimmen oder Tanzen werden die Angebote für Migranten Erfolg und zahlreich angenommen. Durch sportliche Begeisterung entsteht der Zusammenhalt, der die Menschen zusammenrücken lässt, würdigte Bundesinnenminister Dr. Schäuble zum Festakt des 20-jährigen Bestehens des Programms die Arbeit der Sportvereine. In 500 Stützpunktvereinen arbeiten mehr als 1200 Übungsleiter mit. Zu den jeweils sozialen Bedingungen vor Ort werden passende Angebote entwickelt. Sport als Hilfe bei der Integration, das hat auch Maiwand Noor erfahren. Der gebürtige Afghane kam vor 22 Jahren nach Deutschland und brachte es mit seiner Sportart Taekwondo bis in die deutsche Nationalmannschaft. Es ist nicht einfach, aus Afghanistan hierher, neue Sprache, neue Kultur, neue Gesetze. Das Ganze muss erstmal allen beigebracht werden. Wichtige Kontakte knüpfen, Netzwerke bilden, sich über andere Aktivitäten informieren. Der Markt der Möglichkeiten zeigt, es lohnt sich zu engagieren. Auch für die nächsten 20 Jahre Integration durch Sport. Ich wünsche der Initiative viel Dynamik, große Entwicklungspotenziale. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass das Programm sich weiterhin öffnet für Menschen mit Migrationshintergrund und dass vor allen Dingen auch die Frauen und die Mädchen mit angesprochen werden können. Mit dem nationalen Integrationsplan ist so viel Bewegung auch in die Sportvereine gekommen, die in diesem Bereich noch stärker mitarbeiten möchten. Und da brauchen wir natürlich qualifizierte Übungsleiter und so weiter. Der Innenminister hat zwar gesagt, dass das stabil bleibt. Wir würden uns neben Entbürokratisierung natürlich auch zusätzliche Ressourcen wünschen. Oh!